Also eins, was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen würde, nicht zu tun, ist das Incentivieren von Vernetzungstätigkeit. Also wenn Sie irgendwann mal anfangen, den Netzwerker des Jahres zu prämieren, dann haben Sie, glaube ich, gar nicht verstanden, wie das geht, weil Sie dann anfangen, sozusagen steuernd in das System einzugreifen und Sie meinen, Sie könnten das auf klassische Art incentivieren. Das geht gar nicht. Was man, glaube ich, machen kann, ist, den Mehrwert der Vernetzung spürbar werden zu lassen. Das, was wir da mit diesen Großveranstaltungen meinen, mit diesen Ex-Moderator-Veranstaltungen, hat eigentlich nur einen einzigen zentralen Effekt. Die Leute sollen spüren, dass in einer Vernetzung von eigentlich viel zu vielen Menschen kein Unsinn herauskommt, sondern dass es einen Added Value übersummativer Art gibt. Dass es tatsächlich ein Mehrwert ist, sich zu vernetzen. Wenn man sich mal unsere Erziehung anschaut, dann werden wir nirgendwo rein sozialisiert in den Mehrwert der Vernetzung. Wir werden überall darauf gebracht, Individualleistungen zu erbringen. Und wenn Sie irgendwann im Wissenschaftskontext habilitieren, werden Sie bei einem Artikel, den Sie mit 15 Leuten zusammen erarbeitet haben, trotzdem in der Habilitation noch gefragt, welcher Anteil war Ihrer? Wie viel Prozent von dem, was da geschaffen worden ist, ist Ihrer? Jetzt überlegen Sie sich mal, was da gefragt wird. Da wird ein übersummatives System nach den Teilen gefragt. Das ist so absurd, als ob man ein einzelnes Pixel auf einem Bild nach seinem Beitrag zu dem Gemalten befragen würde. Das Gemalte entsteht erst in der Summe aller Teile und ist dann noch dazu mehr als die Summe der Teile. Wie will ich das reduzieren auf die Teile? Also wir haben eine Erziehungsgeschichte, die uns nicht in den Erfahrungsraum des Mehrwertes der Vernetzung hineinbringt. Und wenn wir dann noch mit individuellen Machthorizonten die ganze Zeit arbeiten, also mit klassischem, ich rechtfertige mein Einkommen Strukturen, dann haben wir natürlich große Schwierigkeiten, ne? Das heißt, wir haben das Zusammentreffen einer Sozialisation, die nicht auf Vernetzung geht, und realer Steuerungsmechanismen, die nicht auf Vernetzung gehen. Deshalb war die Bitte, nehmen Sie zuerst ein bisschen diese Steuerungsmechanismen in Ihrer trennenden Funktion weg und versuchen Sie den Menschen Erlebnishorizonte und Vorbilder zu geben, dass Vernetzung ein ernstzunehmender Mehrwert ist. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge geschafft, um das System, Sie hatten gesagt, zu teasen, ein bisschen in Richtung auf Vernetzung zu gehen.